trotzdem Platz reserviert haben. Also ich glaube nächstes Mal nur mit reservierten Plätzen. Hallo und herzlich willkommen in München. Heute geht es zum Champions League-Spiel der Frauen zwischen FC Bayern München und FC Barcelona. Ich freue mich drauf und es wird in der Allianz Arena gespielt. Wir suchen jetzt noch schnell Schließfächer und dann gehen wir auf den Weihnachtsmarkt. Es muss natürlich auch der Weihnachtsmarkt hier gecheckt werden, weil ich finde, also dieses Jahr liebe ich die Weihnachtsmärkte. Die sind irgendwie dieses Jahr für mich so wichtig. FC Bayern, Stern des Südens, oder wie ging das Lied? Oh, Bayerns Tor. Ich diese Kirche liebe, finde ich so schön. Das ist für mich wirklich ein Symbol von München. Auch noch schön draußen sitzen, aber es ist ganz schön. Wenn man Hunger hat, dann isst man einfach alles heiß. Einfach einmal rein und runter, einmal rein und runter. Strohhalm vielleicht? Letztes Mal lecker Tiramisu. Ich probiere. Freunde, jetzt habe ich Maroni, Glühwein dazu. Schön lecker. Es ist nämlich so, dass in München nicht nur Bayern München existiert, sondern es gibt auch einen anderen Club. Und zwar München 1860. Eines Tages komme ich auch zum Stadion, aber momentan leider noch nicht in meinem Programm. Weil lustigerweise gleich gegenüber, also fast quer gegenüber, gibt es einen Bayern-Store. Gleich hinter mir. Wahnsinn! Finde ich richtig gut. Gleich zwei Shops von zwei Mannschaften aus München. Starten. Allianz Arena. Heute Barcelona gegen Bayern München. Das sieht ja richtig Hammer aus. Richtig Hammer. Ja. Unsere Nummer 8, Maximiliane. Mit dem Ball.
heute Lina Mahmut. Lina Mahmut. Lina Mahmut. FC Barcelona. Barcelona. Steht es 2-0. Starkes Spiel von den Frauen von Bayern, also kann man nichts sagen. Es ist natürlich etwas leerer, aber nicht schlimm. Nicht schlimm. Spannend bleibt das auf jeden Fall. Übrigens, der Stadioncheck kommt auch natürlich exklusiv auf TikTok. Und unter diesem Video werde ich auch den Link dazu posten, sodass man nur einfach draufklickt und dann sofort bei diesem Video landet. Jetzt fühle ich mich richtig wichtig. Leute, ich bin im Pressebereich von FC Bayern München. Ich gehe jetzt auf die Medientribüne und später versuche ich ein paar Spielerinnen abzugreifen, ein paar Videos zu führen bzw. ein paar Bilder zu machen. Wahnsinn! Zum 3:0 mit der Nummer 11, Lea Schüller. Für sie noch im Spiel. Stolz auf die Mannschaft heute sein. Sie hat alles gegeben, wir haben im richtigen Moment zugeschlagen, haben mit Leidenschaft verteidigt. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl gerade. Hallo? Wir haben super aufgegangen, 2-0 in Führung gegangen und was dann Barcelona mehr Ballbesitz hat am Ende, ist klar. Aber ich glaube, es war alles in allem ein gutes Spiel. Schwere Kost gewesen, was die Defensivarbeit angeht in der zweiten Halbzeit, aber ansonsten insgesamt, das war eine sehr, sehr gut, dass wir meiner Meinung nach gegen die aktuell beste Frauenmannschaft auf der Welt gewonnen haben und auch gewissermaßen zu Recht. Echo Gambo, Angel Bonabella. So, Freunde, was für ein abgefahrener Tag. Hinter mir steht Bus von Barcelona und Bus von FC Bayern München Frauen. Ich habe die Mädels gesehen, ich habe ein paar, nicht interviewt, aber aufgenommen. Das war abgefahren, das erste Mal akkreditiert in der Allianz Arena. Was will man mehr? 3-1 gewinnen die Bayern-Frauen zu Hause gegen FC Barcelona. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich komme jetzt von unten. Hinter mir ist die Allianz Arena. Leute, ich bin abgefahren. Ich weiß nicht wohin, also es ist wirklich Wahnsinn. Das erste Mal. Boah, es ist kurz vor 12. Ich hoffe, ich komme jetzt ins Hotel. Ciao. Guten Morgen. Ich bin jetzt wach und gehe gleich zum Frühstück im Hotel. Und heute gehen wir noch ein bisschen in München spazieren und dann schauen wir, was so auf uns trifft. Aber erstmal bin ich zerstört. Gestern so gegen 1:30 schlafen gegangen. Das Spiel war ja bis um 11 Uhr und dann noch ein bisschen im Stadion geblieben, ein bisschen das alles angeguckt und irgendwann war man richtig müde, bis man nach Hause gekommen ist. Frühstück, Frühstück. Also einmal Brötchen à la Brezel, also diese Laugenbrötchen, ein bisschen Eier. Ich mag es mit Bacon, aber heute kein Bacon. Ein bisschen Wurst drumherum, ein bisschen Gemüse. Das ist die erste Zubereitung natürlich. Hier Frischkäse-Zubereitung. Hole gleich einen Kaffee.
ein bisschen Saft. Wie sind die Croissants bitte? Super klein. Und dann könnt ihr mir natürlich den Rest reinballern. Jetzt fahren wir ins Olympiazentrum, da wo Olympiastadion. Also jetzt sind wir im Olympischen Dorf und hier ist Erinnerungsort bezüglich des Attentats von 1972, als die israelischen Sportler und Geiseln genommen wurden. Alle Geiseln dabei ums Leben gekommen sind. Gehen zum Stadion, das ist ja wahnsinnig schön. Also wenn man hier steht und sich das anschaut, sieht das ja wirklich super, super interessant. Das gesamte Areal ist natürlich in diesem Stil gebaut. Man muss bedenken, 1972, ich denke für diese Zeit ist es wirklich sehr innovativ gewesen. Im Stadion, die Tür ist auf und wir gehen rein und es ist zwar offen, aber wir mussten auf jeden Fall ein Ticket kaufen. Schlimm, ist ja super, super, super interessant. Wir gucken uns jetzt einfach nur das Stadion an. Es ist wahnsinnig wunderschön. Wow, das ist ja wunderschön, wirklich. Also noch mit Flutlichtmassen. Im Stadion spazieren. Hier sind die Ultrablöcke. Diese Stühle sind abgeschlossen übrigens. Das heißt, ich habe es versucht aufzumachen. Es geht nicht, aber da ist es so ein Schloss. Es wird wahrscheinlich für Konzerte oder irgendwelche andere Veranstaltungen geöffnet. Ansonsten bleiben sie zu für die Ultras. Letztendlich weiß ich aber nicht, ob das jetzt Gästeblock oder Heimblock ist. Vielleicht kann jemand mir schreiben, aber wenn ich mir jetzt da gegenüber anschaue, ist es weniger. Also würde ich mal tippen, dass das Gästeblock ist und das ihr Heimbereich ist. Wirklich wow. Es ist schon, also wenn diese Rattanbahn, ich glaube so heißt das, jetzt habe ich es gelernt, wenn die nicht wäre, wäre es noch geiler. Es ist Zeit, um mir hier ein Spiel anzuschauen. Weil das sieht ja wirklich, ich finde, ich mag es immer, neue Stadien mir anzuschauen, auch gerne ohne ein Spiel. Man kann auch die Architektur sich anschauen und man sieht, wie das in Wirklichkeit aussieht. Ich finde, wenn man wirklich ein Fan von Fußball, von Stadien, so wie ich zum Beispiel bin, denke ich mal, muss man sich zweimal ein Stadion anschauen, mindestens zweimal. Bisschen müde von gestern. Wir sind irgendwann um 1:30 irgendwie schlafen gegangen, weil man war ja natürlich super aufgeregt bezüglich des Spiels. Gottes Willen. Es wunderschön. Sieht top aus. Ich muss unbedingt zu einem Spiel hierher. Ja. Es ist nämlich so, dass das Stadion hier ist der höchste Punkt und dann geht das hier runter. Runter, 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 runter. Und da geht es wirklich runter. Und genauso auf der anderen Seite. Man spürt es auch, wenn man hochkommt. Ja, es ist auch schwer. Und hier laufe ich jetzt runter wie ein Berg runter und das fühlt sich natürlich leichter an. Architekttechnisch gesehen
oder architektonisch wahrscheinlich richtiger, finde ich es wirklich ein Meisterstück. Muss ich ehrlich sagen, wäre da nicht diese Rattanbahn, aber es ist ja, wie gesagt, es ist ein Olympiastadion, das heißt, es wurde für Olympische Spiele gebaut und natürlich erklärt einiges. Es ist kurz vor 7, also kurz vor 19 Uhr, 4,5 Stunden nach Berlin und dann sind wir zu Hause. Wunderbare Reise, freue mich auf die nächste. Tschüss, München.